Hi Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Channel und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Heute sind wieder mal ein paar Star Wars D-Books erschienen, aber die beiden Titel, die musste ich in dieser Variante unbedingt in der Sammlung haben. Es geht um Solo und Rogue One. Meiner Meinung nach zwei richtig gelungene Spin-Offs, allem voran Rogue One, der einer der besten Star Wars Filme der Neuzeit ist, wie ich persönlich finde. Und ich habe mir im Dezember hier die Star Wars Skywalker Saga in 4K geholt. Die war tatsächlich richtig günstig gewesen, für 119 Euro damals im Angebot gewesen. Hier sind aber, wie gesagt, nur die Skywalker Filme drin. Rogue One und Solo waren hier nicht dabei, weshalb ich mir die dann nachträglich in den 4K Keep Cases gekauft habe. Und es gibt ja so viele Veröffentlichungen, was Star Wars angeht in Deutschland. Da waren mal ein paar coole Sachen dabei, da waren aber auch Sachen dabei, die haben meinen Geschmack persönlich nicht so getroffen. Und da gehören auch Rogue One und Solo so ein bisschen dazu. Es gab ja auch Steelbooks von beiden Filmen schon vorher, also Blu-ray Steelbooks. Und bei Solo erinnern wir uns an den Falken, der vorne das Cover geziert hat, hatte auch Prägung etc. War eigentlich ganz cool, war aber nicht so 100% sauber, was den Druck angeht und von der Verarbeitung her. Rogue One war da schon ein bisschen minimalistischer ausgestattet und mir persönlich hat es schon gefallen, aber ich dachte auch immer, da geht ein bisschen mehr, wie wir heute hier sehen werden. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, hole ich mir die beiden Steelbooks noch ins Haus jetzt, weil die Cover-Varianten sind richtig geil und ich packe da dann meine 4Ks rein und stelle das Ganze dann zusammen in meine kleine Star Wars-Ecke. Ich würde sagen, ich wechsle die Position und wir schauen uns das Ganze mal etwas genauer an. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Rogue One Steelbook an und packen das Ganze mal aus und merken dann direkt, dass wir hier ein Hochglanz Steelbook haben. Die feiere ich ja am meisten. Es sieht einfach fantastisch aus. Die Artworks kommen hier immer viel besser zur Geltung. Und wir holen das Ganze mal hier raus. Wir haben hier einen Viertelschuber. Wir sehen hier das Rogue One Logo, den Rogue One Schriftzug aus Star Wars Story. Wir sehen, dass wir hier die Blu-ray und eine Bonus-Disc haben. Ein 2-Disc-Set also. Das Ganze ist ab 12 Jahren freigegeben. Wenn wir das Ganze umdrehen, haben wir hinten dann halt typischerweise die J-Card. Wir sehen hier ein paar Szenenbilder, beziehungsweise hier eher ein paar Charaktere aus dem Film. Wir sehen die Inhaltsangabe. Wir sehen unten nochmal ein paar Angaben zu den Extras und zu den technischen Spezifikationen. Dann kommen wir nochmal zurück zu diesem Steelbook. Wie gesagt, es ist komplett in Hochglanz gehalten. Der Druck ist fantastisch. Wir haben hier sehr gute, satte Farben. Wir haben hier nochmal den Rogue One Schriftzug. Perfekt wäre das Ganze jetzt noch, wenn wir irgendwie eine leichte Prägung mit eingebaut hätten. Aber im Großen und Ganzen bin ich begeistert vom Design dieses Steelbooks. Wenn ich jetzt an das alte Rogue One Steelbook denke, das auf seine Art auch schon cool war, aber hier bekommt man wesentlich mehr geboten. Wir schauen uns mal die Rückseite an und haben hier dann einen Trooper. Ich weiß nicht, wie die Rückseiten aussehen. Ist für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich das Ganze sehe. Und ich finde es auch hier fantastisch. Auch hier haben wir komplett Hochglanz. Wir haben hier diesen Trooper. Und das sieht einfach fantastisch aus. Wenn wir das Ganze mal öffnen, sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier noch den Rücken bzw. den Spine und ich finde, das ist doch ein stimmiges Steelbook und macht auf jeden Fall was her. Wir schauen mal ins Innere und haben dann hier diese Bonus-Disc vorhanden und unten haben wir dann den Film auf Blu-ray. Und wenn wir das Ganze dann entfernen, sehen wir hier nochmal die Hauptprotagonisten aus dem Film. Und auch das ist ein sehr schönes Artwork, wie ich finde, ein sehr schönes Bild und macht auf jeden Fall was her. Ich würde sagen, wir schauen uns noch das Solo-Steelbook an. Hier haben wir es und ich vermute, dass auch dieses hier komplett in Hochglanz sein wird. Wir packen das Ganze mal aus und sehen auch hier wieder den Viertelschuber. Wir sehen Solo A Star Wars Story, Blu-ray und Bonus-Disc. Das Ganze ist auch hier ab 12 Jahren freigegeben. Der Film ist ja nicht bei jedem so gut angekommen. Mir persönlich hat er Spaß gemacht. Natürlich gab es hier und da ein paar Schwächen, zum Beispiel wie Solo zu seinem Namen gekommen ist. Aber das Treffen mit Chewbacca und so, ich fand das eigentlich richtig cool
gemacht. Und im Gegensatz zur Annahme, der Typ, der Solo hier spielt, der war mir am Anfang so unsympathisch. Aber als ich den Film dann gesehen habe, dachte ich mir, okay, da haben sie doch eine gute Wahl getroffen. Ist aber immer so ein bisschen Geschmackssache. Mir persönlich hat der Film zugesagt. Auch hier wieder Inhaltsangabe, ein paar Bilder. Und wir sehen nochmal hier Bonus, was hier enthalten ist. Und wir sehen auch hier nochmal die Audiotonspur. Hier haben wir DTS HD Master Audio 7.1. Und Untertitel etc. sieht man, was hier alles vorhanden ist. Dann kommen wir zum Steelbook und auch das ist hier komplett in Hochglanz und dieses Artwork flasht mich richtig. Hier so satte Farben, so gestochen scharfes Bild. Das Steelbook kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Das Artwork stellt das ursprüngliche Solo-Steelbook definitiv in den Schatten. Und man muss hier bedenken, die Steelbooks kosten so zwischen 13 und 15 Euro, je nachdem, wo man die kauft. Und dafür sind die echt hammermäßig geworden. Wir schauen uns die Rückseite an. Und sehr, sehr geil hier. Chewbacca, auch Hochglanz natürlich. Und ich finde das wirklich wahnsinnig gelungen. Wir öffnen das Ganze und sehen dann, wie das Steelbook im geöffneten Zustand aussieht. Wir haben hier Solo. Jetzt muss ich aber gerade mal was gucken. Da ist denen, glaube ich, ein kleiner Fehler unterlaufen beim Steelbook. Das fällt mir gerade auf. Denn wir haben hier, wenn wir reingucken, eine Blu-ray-Disc mit dem Bonusmaterial. Und wir haben hier dann den Film auf Blu-ray. Und mir ist gerade was am Spine aufgefallen. Wenn ihr euch das hier mal anguckt, hier unten ist ganz klein, das 4K Ultra HD Logo, aber hier ist natürlich keine 4K mit enthalten. Ah, da habe ich also einen kleinen Fehler entdeckt. Ist jetzt kein Beinbruch, aber ich wollte es hier mal erwähnen. Jetzt gucke ich mal hier bei Rogue One. Auch hier haben wir, wie ich gerade sehe, na, fokussier du Lümmel, er will nicht. Hier haben wir auch das 4K Ultra HD Logo, obwohl gar keine 4Ks hier dabei sind. Es sind nämlich hier lediglich die normalen Blu-rays mit an Bord. Dann schauen wir uns hier noch das Innenartwork an. Wir sehen hier den Falken. Ist ganz nett, wirkt jetzt gar nicht so spektakulär, aber immer noch besser, als wenn hier gar kein Bild drin wäre. Aber wie gesagt, von außen sind die Steelbooks fantastisch. Gerade Solo gefällt mir hier richtig gut. Hier nochmal Rogue One. Zwei wahnsinnig gute Steelbooks, die heute rausgekommen sind, die noch verfügbar sind und wirklich sehr, sehr günstig sind. Wer sie noch nicht hat, wer sie noch will, jetzt könnt ihr zuschlagen. Ich wechsle nochmal die Position, sag noch ein paar Worte zum Abschluss. Bis gleich. Und das sind sie, die neuen Star Wars Steelbooks zu Rogue One und Solo. Mir persönlich gefallen die Cover richtig gut und viel besser als die alten Blu-ray Steelbooks, die damals herausgekommen sind. Und für den Preis, für den man die jetzt im Moment bekommt, zwischen 13 und 15 Euro, muss ich sagen, ist das eine richtig anständige VÖ. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Steelbooks findet. Wie findet ihr die Filme Solo und Rogue One allgemein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle neuen Zuschauer, lasst mir gern ein Abo da, aktiviert dann auch die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos von mir verpasst. Und dann sehen wir uns ganz bestimmt beim nächsten Video. Euer Benny. Ciao.